Ist schon komisch, ne? Wenn man so und so lebende Legende neben einem, denkt man so, oh, als Moderator muss ich ganz ehrlich sagen, ich... Was soll ich denn sagen? Ja. Okay. Wie geht's dir erstmal? How old am I? Nee, wie es dir geht. Oh, I'm sorry, I got this guy's talking in my ear, you know, I can't... How, he says, how am I? Ja. Yeah. Right, okay, I'm good. Mir geht's gut, danke. Sehr gut. Wenn man schon so lange erfolgreich, sehr erfolgreich Musik macht wie du, mit was ist dann eigentlich noch die, was ist die Motivation für dich, einen Song zu schreiben? Oh, that's a good question. Das ist eine gute Frage. I think as you the more things you do, je mehr man so macht in seinem Leben, desto länger muss man suchen nach den Dingen, die man haben möchte, die einen erfüllen. Und es ist ganz wichtig, dass man sich stetig selbst herausfordert und sich klar macht, was man überhaupt selber tut. Man muss auch das, was man tut, von Herzen her machen. Man will es ja tun, man muss es nicht. Auf der einen Seite ist das der künstliche Anspruch, den du hast. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Plattenfirmen hinter dir, die sagen, Dave, wir müssen noch mal 30 Millionen Platten verkaufen, kannst du bitte einen Hit schreiben. Beeinflusst dich das? No. Nee. to be honest, mal ganz ehrlich. I think you know, I would have given up a long time. Ich glaube, ich hätte schon vor langer Zeit mit der Musik aufgehört, wenn diese Motivation dahinter stecken würde. Es gibt aber wirklich sehr viel Druck und es ist auch wirklich sehr viel schwieriger für neue Bands und Künstler an den Start zu kommen. Wir haben das ja hier gezeigt mit DSDS, da steckt da so viel Druck hinter, sofort Erfolg zu haben. Und das hält ja auch nicht an. Gute Sachen müssen reifen. Und leider haben die Plattenfirmen diese Geduld nicht mehr und die geben dir auch nicht mehr die Zeit. Aber ich habe ja Glück. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Wir werden dich gleich noch ein bisschen löchern über die Tour, das neue Album, die neue Single. Und wir geben jetzt auch natürlich dem Publikum die Chance, dir Fragen zu stellen. 0137-332211 ist die Telefonnummer, die ihr wählen müsst, um Dave eine Frage zu stellen. 0137-332212, das Faxnummer, und interaktiv@viva.tv ist die E-Mail-Adresse, wo ihr via Tobi eine Frage stellen könnt. Genau. Wir gucken jetzt einen Clip von dir, und zwar Dave Gahan mit Bottle Living. Okay. He's like a king without a crown. He wears it like a clown. Watch him disappear. I wish he would come down. So call before you drown. I won't always be around. For the bottle, he's living for the bottle. He's a ship without a sail. He's not listening when you speak. For the bottle, he'd be sitting there all week.
Sie müssen jetzt erstmal das Konzert abwarten. Ja, das wird bestimmt sehr groß, sehr groß. I have the best fans in the world. Ich habe die besten Fans auf der ganzen Welt. Die reisen mir nach. Für mich, ich kenne dich ja nur vom Guardian und von den Bühnen dieser Welt. Wenn man dich im Clip sieht und jetzt sieht, dann bist du, ist das ein anderer Mensch, der auf die Bühne geht? Ist das eine andere Person, so einer deiner Persönlichkeiten? Oh, yeah. Ja. Yeah. 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 And you know. Ja, klar. I'm okay with that now. It used to be hard to sort of. Früher war das irgendwie nicht so einfach für mich. Da habe ich die beiden Persönlichkeiten immer getrennt. Aber jetzt geht's gut. Ich wusste jetzt nicht so ganz genau, wer ich jetzt sein sollte in bestimmten Momenten. Aber was in mir drinsteckt, was ich nur auf der Bühne rauslassen kann, das gibt's natürlich auch. Und das ist, glaube ich, auch das Beste. Da ist das aufgehoben, das Zeug. Wir haben hier ein Fax von der Linda und von der Christine aus der Nähe von Bonn. Die wollen von dir wissen, was im Moment dein größter Wunsch ist und was du dir für die nahe Zukunft so vorstellst in deinem Leben. What is it? What do they say when they're on the? Wie sagt man das noch? Was it like Miss Universe or whatever? Yeah, Miss Universe oder sowas? Die werden auch immer sowas gefragt, oder? Der Weltfrieden vielleicht. mal gucken, was ist denn noch da? To save the children. Irgendwie den Kindern helfen. No, you know what? I pretty much have everything. Also ich glaube, ich habe wirklich alles im Augenblick, was ich haben möchte in meinem Leben. I realized was so möglich ist und vor einer langen Zeit habe ich gemerkt, dass je mehr man bekommt, desto besser geht es einem nicht unbedingt. So you know, learning that und deswegen lerne ich jetzt mittlerweile auch, dass man sich drinnen gut fühlen muss und dann kann man auch der Welt wieder Gutes geben. Und daran arbeite ich immer noch. Wir haben noch ein zweites Video, in das wir reingucken wollten. Hören wir kurz rein und können wir ein bisschen drüber sprechen. Dirty Sticky Floor. Oh. Dirty Sticky Floor. Das ist so. Ja, ne? Ein gut aussehender Mann, ne? Wo habt ihr es gedreht? We did that on a little beach. Das war an einem kleinen Strand in Kalifornien. Up near Malibu. In der Nähe von Malibu war das und with two guys from da waren Iceland, zwei Typen aus Stefan. Island dabei, Sigge und Stefan, die haben das gemacht. Sehr schön, sehr ästhetisches Video. Wenn du einen Song schreibst, hast du schon eine Vorstellung, wie das Video dann sein soll? Not really, not, nee, eigentlich not so much nicht. The video. Das Video eigentlich nicht. I always think about when I'm aber writing, ich denke über nach, wenn ich komponiere, wie der auf der Bühne wirken soll. Was ich darüber bringen will, welche Gefühle ich hervorrufen möchte und wie ich mit dem Publikum interagiere. Ich versuche mir das bildlich vorzustellen und dann scheint sich der Song besser zusammenzufügen. When you're working on stuff und ich glaube, studio, wenn man jetzt im Studio sitzt und an Sachen really arbeitet, ist das nicht so richtig lebendig. Der Song wird erst lebendig, wenn man auf der Bühne steht.
I'd like to make a record where I took a band. Also, es ist sehr schwierig, eine Platte zu machen, wenn man jetzt auf der Bühne steht und live spielt und das dann im Studio umzusetzen. Das ist ein bisschen schwierig, wir versuchen es aber trotzdem. Als kurze Frage noch, was hörst du zurzeit? Ist so ein Album, wo du jetzt ein bisschen zur Zeit reinhörst, würde mich interessieren, was bei dir im CD-Player drin ist. Well, I got a couple of younger kids as well. Ich habe natürlich ein paar kleinere Kinder zu Hause. Also hören wir uns alles the an. Nutcracker, vom Nussknacker. Sarah Rose ist ganz klein, die tanzt Ballett und die hat den Nussknacker zu Hause. Jimmy hört sich anderes an, wie zum Beispiel Rolling Stones und oder The Clash oder sowas. My wife likes to listen to meine like Frau Billy hört sich gerne Billie Holiday an. And Etta James and Etta James like zum Beispiel. And then I've got like und James ich habe jetzt natürlich auch andere Sachen am Start. James Addiction, Muddy Waters, or Kraftwerk, depending what mood I'm in. Je nachdem, in welcher Stimmung ich mich gerade befinde. Oh, wunderbar, jetzt wissen wir es auch Bescheid. Und in unserem Interaktiv-Top. So it's a lot of noise, basically. Ja, ziemlich viel Kraft ist zu Hause. Es sind keine sanften Klänge dabei gewesen jetzt gerade. Das wollte ich gerade so mal erwähnt haben. Ne? So, zurück mit der Hand. Also die Sache, es gibt ja, du kannst das künstlerisch, wenn du für dich alleine schreibst, brauchst du nicht auf die Band zu achten, auf Depeche Mode. Was, wo würdest du sagen, wo sind die Unterschiede zwischen Depeche Mode und deiner Solomusik? It's different. It's like a es different, ist anders, wie du schon sagst. You know, I'm trying to write about my feelings. Ich versuche da meine Gefühle zu beschreiben in meinen Kompositionen and then try and put it into music. Und das dann in Musik umzusetzen. Das ist was ganz anders, als wenn jemand anders dir deine Gefühle vorstellt. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich jetzt auf der Bühne jahrelang Martins Songs singen durfte. Wir haben auch sehr lange, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also unsere Leben waren dann sozusagen eins geworden. Es ist jetzt nicht so schwierig, sich da rein zu versetzen. Probably from like I really became a lot closer with Martin's words. Ich glaube, wir sind noch wesentlich enger zusammengekommen, als er Music for the Masses geschrieben hatte. Vielleicht auch diese andere Platte, die ich gerade genannt habe, auch noch. Da hat er die Texte geschrieben. Und ich würde sagen, das war ein ziemlich persönliches Album. Bei Violator war das, mit dem Text hat das angefangen. Das war und Songs of Faith and Devotion. Das war total persönlich dann. Er redet da sehr viel über Spirituelles, über Glauben und Mangel an Glauben, mehr wollen, Vertrauen, Sachen, die funktionieren, wie die eigentlich funktionieren sollten, selbst wenn man darüber sich streitet oder wenn man sich dagegen wehrt. Und das ist auch ein ganz gutes Thema für mich, deshalb konnte ich mich da sehr gut reinversetzen. Was erwartet uns auf deinem Album thematisch? Well, you know, a lot of stuff that I sing about is bei den meisten da geht es darum, dass ich versuche, Dinge an mir zu ändern, die jetzt nicht mehr funktionieren und die irgendwo hängen bleiben und die auf etwas warten, dass sie da rausholt. Oder du wartest dann auf so einen Impuls, der dich innen trifft. Aber ich muss immer Fragen stellen, ich muss versuchen, mich zu ändern, ich muss mich fragen, woran ich glaube. Warum bin ich jetzt überhaupt hier? Weißt du, diese ganzen existenziellen Fragen, Liebe, Vertrauen, Glaube, Angst, ziemlich viel Angst. Ist dann so ein Album für dich, so einen Song zu schreiben, auch so ein Stück weit therapeutisch? Sagst du da, schließt manche Dinge ab, verarbeite manche Dinge? I think my life, my whole life ich glaube, mein ganzes Leben ist eine einzige Therapie, wenn du so willst. And that's good, you know, und das ist eigentlich auch völlig in Ordnung. You know, you learn man lernt ja sehr viel aus Sachen, die man macht. You know, you challenge yourself und hoffentlich kann man sich selbst auch immer mal herausfordern, Sachen zu ändern beim nächsten Mal, wenn man sie wieder versucht oder macht. Und ich glaube, Musik ist auch schon eine sehr gute Methode, auch schon als ich klein war, mich so umzusetzen, dass ich an etwas glauben kann. Ich habe immer mich selbst so ein bisschen nach oben gepusht über Musik. Ich habe dann daran geglaubt, dass ich mit meinem Leben was anfangen kann, wenn ich Musik gehört habe. Und das mache ich auch für andere Leute. Wunderbar. So, letzte Frage, ganz kurz. Wann und wo geht's auf Tour? Nächste Woche fängt es an, in England, da spiele ich ein paar Auftritte, da bin ich in Belgien, und dann spiele ich natürlich auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien, Spanien, Skandinavien,
Überall. Und danach erstmal Urlaub, ne? Ja, ja, klar, dann fahre ich nach Hause. Und nächstes Jahr will ich erstmal ein bisschen zu Hause sitzen, komponieren, mal gucken, was passiert, ne? Gibt's noch ein, das nächste, wann gibt's das nächste Depeche Mode Album, oder ist erstmal so? Ich habe Martin vor kurzer Zeit in Los Angeles gesehen, er war bei mir auf dem Konzert und es war große Klasse, ich war super, habe mich gefreut, dass er da war und es hat ihm sehr gut gefallen. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, aber wir haben immer gesagt, okay, nächstes Jahr setzen wir uns mal hin und reden darüber und beschließen dann die Zukunft von Depeche Mode, aber da wird bestimmt irgendwas passieren dann. Ich werde was komponieren, er auch und dann setzen wir uns irgendwann hoffentlich zusammen. Du hast uns ein Kultgeschenk mitgebracht. I did? Ja. Ja. Oh yeah, my new album. Ach ja, richtig, mein neues Album. I hope you like it. Hoffentlich gefällt es euch. I don't know. Ich weiß noch nicht. Ihr müsst euch merken. Ich danke euch ganz, ganz toll, dass du hier Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ein Riesenapplaus. Es war mir eine Ehre. Und jetzt seht ihr, was gleich in uns werden. Bekommen wird. Und ein Riesenapplaus für Dave Gahan.